So, einen wunderschönen guten Morgen, da sind wir wieder auf Twitch um Punkt 9 Uhr und dabei haben wir die Anja. Einen schönen guten Morgen. Und einen guten Morgen, ihr Lieben von Big Tommy. Tommy, dir auch einen wunderschönen guten Morgen gewünscht. So, das Spiel läuft wieder, wir haben es geschafft. Nach etlichen Stunden rumgemurkse. Und Anja, wie geht's dir? Habe ich noch gar nicht gefragt. Gut. Gut. Ja, wenn gut, dann gut, ne? Mhm. Klappt das Ding mal aus. Erstmal noch eine Ruhe, eine Basteln, bevor wir hier anfangen weiterzumachen. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch, ihr Lieben, von Michi. Michi, dir auch einen wunderschönen guten Morgen wünscht. Michi, grüß dich. Oh, heute LS, jawohl. Wassermarsch vom Thorsten. Dankeschön, Thorsten. Dir auch einen wunderschönen guten Morgen, Thorsten. Da wir gestern Abend ja nichts machen konnten und ich nach etlichen Stunden dann echt keinen Bock mehr hatte, noch einen Stream anzumachen. Kaffee hinterher, dankeschön. Ich war heute Morgen auch schon wieder 2 Stunden dabei hier an der Rumpfrichelei. Aber jetzt haben wir, dass das wieder läuft. Einmal was am Marsch, bitte. Prost. Wohl, Opi. Woran hat es denn gelegen? Anja, ich kann es dir nicht sagen. Okay. Ich habe das Spiel das erste Mal ins Laufen bekommen, dass ich einen anderen Spielstand genommen habe. Mhm. Ohne die Position Farming. Dann leave it. Dann habe ich Position Farming wieder draufgezogen, leave it wieder nicht mehr. Dann habe ich wieder den anderen Spielstand genommen, erst gespeichert. Mhm. Dann habe ich Position Farming wieder draufgesetzt. Das lief. Dann habe ich wieder gespeichert. Danach lief es nicht mehr. Und dann habe ich wieder von vorne gemacht und plötzlich lief es. Ich habe keine Ahnung, woran das jetzt gelegen hat. Ja. Moin Thorsten von Michi und eine Synchro. Ja, es macht immer schöne Synchro. Guten Morgen an alle, guten Morgen Anja mit Herzchen vom Thorsten. Guten Morgen, Thorsten. Prost. Zum Wohl, Opi. Guten Morgen, Opi, und ich krieg direkt die Zunge rausgestreckt. Oh mein Gott, bist du wieder lieb zu mir. Womit habe ich das nur verdient, dass du so lieb zu mir bist? Guten Morgen zusammen von Enrico mit 2 Herzchen. Enrico, dir auch einen wunderschönen guten Morgen. Und guten Morgen zusammen von Dragonheart. Dragonheart, dir auch einen schönen guten Morgen. Enrico, grüß dich. Dragonheart, grüß dich. Ups, was ist denn hier für ein Zipfel? Zipfel? Ja, da lag nur noch ein Zippel.
Dadding, dadding, dadding. Ich hoffe, ihr habt alle eine angenehme Nachtruhe gehabt. Und heute soll es hier 29 Grad werden. Auch ganz lustig. Und morgen wieder 16. Toll. Nächste Woche soll das Chaos so weitergehen. Na, danke. Ich brauch sowas nicht. Das ist so, wie es ist, ne? Ja. Es soll heute bei uns 30 werden, ist aber bewölkt. Ja, bei uns ist auch noch bewölkt. Bei uns soll es auch 29 werden, aber noch ist schön frisch draußen. Wenn wir hier die Schwarte runter haben, müssen wir noch ein Feld mit Schwarte haben, die 107. Aber halt mal eben an. Guck dir mal die Produktion an. Komischer alter Krebel. Hier ist nichts. Aktivieren. Auch aktivieren. Ich habe überall Fenster auf, wenn es warm wird, mache ich die Läden runter. Ja, das machen wir nicht anders. Im Moment ist auch noch alles sperrangelweit offen. Dadding, dadding, dadding. Guten Morgen an alle zusammen vom Pressesprecher. Pressesprecher, die auch einen wunderschönen guten Morgen, dir und deiner Frau. Ich hoffe, euch geht's auch gut und ihr habt gut schlafen können. Pressesprecher, grüß dich. Und da ist der Discord-Link. Dankeschön. Guten Morgen, Herbiebot von Thorsten. Zum Zunge rausstrecken. Du machst Gras, so wie ich das sehe. Ja, für die Schafis. Ich habe nämlich einige ausgesiedelt von dem ersten Hof zum zweiten Hof. Moin Thorsten vom Pressesprecher, moin Thorsten von Regenhardt. Hast du Windows 11 schon drauf? Nein, ich habe es am Montag vergeigt, ich habe es verpennt. Wollte ich eigentlich machen, aber waren noch so andere Dinge zu erledigen. Und Dienstag, wie ich angefangen habe zu streamen, habe ich gemerkt, ich habe das gar nicht gemacht. Kann passieren. So ist das im Leben. So ist das. Bei mir gibt es Windows 11 nicht. Bei mir wohl. Ja, du hast ja gesagt, du kommst damit nicht klar.
Ich bin sehr zufrieden, schreibt Hilary. Ach, wegen Systemvoraussetzung. Ah. Man kann das überspringen, aber wie weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Ich habe Windows 11 noch nie draufgezogen. Warum gibt er mir den jetzt nicht? Was hat er für ein Problem? Ich gebe mir den Abpunkt nicht. Ach, du bist so ein Depp. Du bist so ein Depp. Du ja, hast es, Stroh geladen, Ja. Okay. Ja. Bist du noch nicht ganz wach? Guten Morgen. Ich glaube, ich habe schon zu lange hier am PC rumgemurkst heute Morgen. So wird dein Schuh raus. Ist für mich schnellere Umsetzung, schnelleres Finden, einfach alles über Kacheln personalisiert. Ja. Ich werde das auch so machen, wie ihr braucht. Wird schon irgendwie funktionieren. So schön, komm, hör ich. Ich werde es sehen. Wenn es denn soweit ist. Daddy, Daddy, Daddy. Daddy, Daddy, Daddy. Muss man sich mit beschäftigen, dann ist auch alles plausibel. Ja, mit der Zeit kriegt man das dann raus, wie es läuft. Und der YouTube-Link, Dankeschön. Genau, ja, hast du recht mit. Ich hab da auch keine Angst vor, da werde ich mich schon reinfuchsen. Bin jetzt dabei, Tastenkombinationen zu lernen.
Ja, wenn es dir hilft. So, dann ist das Ding genauso weit fertig. Juan, alle einen wunderschönen Mittwoch gewünscht von Snickers. Snickers, Sie auch einen wunderschönen guten Morgen gewünscht. Ach ja, ach Anja, schreibt Herbie und streckt die Zunge raus. Sehr freundlich. Thorsten kriegt auch die Zunge rausgestreckt. Snickers, guten Morgen vom Pressesprecher. Ja, moin und Prost von Ingo. Ja, Bis gleich. Prost. Ingo, dir auch einen wunderschönen guten Morgen gewünscht. Diese Bäume, die sind so nervig. Ständig stehen die im Weg rum, im Gesicht rum. Es gibt Schlimmeres an mir. Ja. Ich bin der Kakteen, Bernd. Ja, au. Großes Au. Da ding, da ding, da ding. Ich glaube, ich sollte mal meinen Spielsound lauter machen. Du Herbie von Snickers. Doch, das die Geschichte mit dem Lenker ist viel, viel angenehmer. Moin, moin an Snickers von Dragonheart. Viel, viel angenehmer. Ding, 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 ding. Schnupf, dumpf, wumpsi. Ein Hi vom Pressesprecher. Eieieiei. Nur das Stückchen hier auch noch mit. Ein OP-Guy
in Blau als Monstrum. Opiosteroide. Danke, Herbie. Danke fürs Zunge rausstrecken. Ein Opi-Hulk. Guten Morgen zusammen vom Keks. Keks, dir auch einen wunderschönen guten Morgen. Zwergenkeks, grüß dich. Jetzt brauchst du nicht mehr weinen, wir sind ja wieder da. Moin Moin an Keks und Rickenhardt, Keks und Snickers, Keks Moin von Hurry. Voll. Nicht weinen, sondern dich ärgern. Ja. Gestern musstest du ja weinen, weil du mich nicht ärgern konntest. Ich weiß doch, was du für eine Pläne bist. Aber ich konnte doch nichts dafür, Keksi Mausi. Nee, so zwischendrin wollte der Server einfach nicht so wie wir. Okay, das stimmt. Und dann, damit du dich total in Tränen auseinanderbrichst, ne, habe ich mir gedacht, heute Morgen mache ich dann LS. Und vielleicht heute Abend auch. Bevor dich die Verzweiflung in den, ich weiß nicht wohin treibt, aber treibt. Prost! Zum Wohl, Opi. Ja, Thorsten und Ines haben sich noch bei mir bedankt, da ich noch ein bisschen privat gestreamt habe. Ja, ne? Danke, Regan. Die fanden es ja ganz interessant mit den kleinen Mannequins. Ist ja auch ein wuseliges, interessantes Spiel. Danke, Keks. Euch auch ein Prost. Mein Kaffee ist alle, muss noch ein bisschen warten. Oh. Ich glaube, wir müssen noch zweimal dahin und wieder zurück. Dann haben wir die Arbeit auch fertig. Das Foundation oder wie das heißt, ja. Foundation, ja. Das hat dann die Anja gestern Abend noch hier im Labern 1 so angehabt, da konnten die anderen noch ein bisschen zugucken. Die noch da waren. Ah ja, nur Thorsten und Ines. Man kommt Freunde zurück, muss heute noch Mittag noch Großeinkauf machen. Dann hast du ja noch was vor dir. Ja, und vergesst eure Punkte nicht einzusetzen. Da knurrt mich dein Magen schon wieder an, Opi. Ja, ich entspanne. Ich brauche erstmal einen neuen PC, dann würde ich mir das Spiel bald kaufen. Ich kann da deine Keksdose nicht mehr? Keksdose. Ja, beim Keks da alles auf Kekse eingestellt.
Solange es nur der Magen ist, der entspannt. Im Moment nervt's. Alle Therapien abgesagt. Oh. Von euch aus oder von denen aus? Haben die keine Leute? Alle krank? Wer weiß? Alle Corona? Ah, geh weg. Ja, alle krank bei denen. Ich hab's geahnt. Er schafft nicht mal LS22 Spiel, wenn LS19. Ja, LS19 hat die Anforderungen nicht so hoch. Och, Keksi, tut mir leid. Armes Keksi. Ich mache ein bisschen selber. Ja, gut, insofern du kannst, ne? Ich meine, du weißt ja, was zu machen ist, aber die Ausführung selber, du bist ja auch nicht der Fitteste. Ich spiele immer noch LS19 an Keks und Dragonheart. Oh, Keks, Ei. Doch, das kann man wohl. Ja, gut. Mal, aber nicht die ganze Zeit. Sonst könnte es ja die ganze Pflege machen. Mache ich doch. Mit. Ja. Gut. Du weißt, wie ich das meinte. Ich meinte mit allen Bewegungstherapien und. Ich mach schon alles. Hast du Sprecher, bist du in der Reha? Nein, er pflegt deine Frau. 24/7. Snickers. Wer würde denn den Pressesprecher in der Reha haben? Die würden ihn direkt wieder rausschmeißen. Bist du Herbie? Ja, Pressesprecher ist Herbie. Er macht das, wo ich unheimlich viel Respekt vor habe, von Keks. Richtig. Oder da behalten. Endlich vernünftiges Personal, oder wie? Der originale Herbie, ja. Daddy, Daddy, Daddy. Das dauert auch nicht mehr lange, dann heißt der Herbie, glaube ich, wieder Herbie. Ich glaube, dem geht er selber auf den Zwirbel. Wirbel? Zwirbel, Nerv. Ach so. Ja, noch 10 Stunden, 24 Minuten. Ah, dann haben wir wieder ein Herbie. Herbie-Bot, Thorsten lacht sich kaputt. Spätestens morgen. Gut.
Na, kriegen wir die? So, ne? Dirty, dirty, dirty. Ja, wir müssen noch ein zweites Mal fahren. Da kommen wir nicht drum rum. Vielleicht sogar noch ein drittes Mal. Ja, so jetzt. Gibt aber alles Geld. Los. Was? Ah, Hilfe. Was war das? Keine Ahnung. Wo bist du denn da lang geschossen? Keine Ahnung, Opi. Das war jedenfalls nicht gewollt. Nee, ne? Bist du gerade einen richtigen Hüpfer? Ja, erst ging gar nichts mehr und dann wusch. Hast du ein heftiges Datenleck gehabt? An der erst Standbild, ja, und dann Durchschuss. Ja, einen fast perfekten Kreis habe ich hingelegt. Oh jo, hier sieht man gar nicht schlecht aus. War zwar nicht das, was du so wolltest, aber ne? Nee, nicht wirklich. Gar nicht schlecht. Also Kreise ziehen kannst du gut. Jetzt weiß ich, wo die Kornkreise herkommen. Von mir? Ja. Weltweit alle Kornkreise sind alle von dir. Ja. Jetzt mal eine Baustellen. Macht das OP. Ach du blödes Krähenvolk. Entweder hat es jetzt wirklich daran nur gelegen, dass uns Precision Farming, als wir da draufgezogen haben, uns den Spielstand abgeschlossen hat. Weil wir fahren jetzt auf einem anderen Spielstand. Einer, der 15 Minuten früher war. Oder die haben irgendwas dran gearbeitet und gemacht und getan und jetzt leuchtet wieder. Er weiß das schon. Ich habe keine Ahnung. Ich habe so viel ausprobiert. Viele, viele Stunden geopfert.
Morgen zusammen vom Holgi im Discord. Was? Ich hätte hier rum. Nee, ich muss nicht hier rum. Ich muss nur einen weiter. Morgen von Thorsten an Holgi im Discord. Ja, noch kommt hier richtig schöner frischer Wind rein. Ohne Hitze. Ich befürchte, wenn die Wolken einmal weg sind, dann geht es gnadenlos zur Sache. Könnte sein. Und dann wieder zurück. Guten Morgen zusammen vom Holger. Holger, dir auch einen wunderschönen guten Morgen. Holger, grüß dich. Moin Moin an Holger. Oh, ich glaube, da bin ich ein bisschen durch das Feld geeiert. Von Dragonheart. Ich bin mal weg bis heute Abend. Ja, Dragonheart, lass es dir gut gehen. Mach deine Einkäufe schön. Und schön vorsichtig sein da draußen bei den ganzen Verrückten. Ja. Zumindest brauchst du nicht auf Obi aufzupassen oder zu achten, der sitzt hier und spielt. Also da kann dir schon mal nichts passieren. Die Anja brauchst du auch nicht aufpassen. Schönen Tag noch, Breaken vom Pressesprecher. In Pause und dann weiter langweilen, kaum was zu tun auf Arbeit. Oh, dann wünsche ich dir eine angenehme Pause und ich glaube, ruhige Schicht brauche ich wohl nicht zu sagen. Nein, ich glaube auch nicht. Wenn du auf Malore bist und nichts zu tun hast, da zieht sich wie Kaugummi. Dann wartet man, dass es endlich weitergeht oder dass endlich Feierabend ist.
Kaum hast du den Bums dann verlassen, rennt die Zeit. Sie hat die Rehe zurück in den Wald. Mach das. Noch haben sie genug davon. Noch. Ja, ein Silberschubballen war noch drin. Ich glaube, den Rest kriegen wir alles hier rein, das ist gut. Ah, da ist die nächste Bahn. Guten Morgen, Opi und alle zusammen von Norwegen. Nils hier auch einen wunderschönen guten Morgen gewünscht. Norwegen, Nils, grüß dich. Ja, da ist ja Kartenende. Da kann ich nicht hin, bald. Ja, du Piepserette. Damit haben wir diesen Teil hier auch erledigt. Ich glaube, ein Feld darfst du noch abernten. Ja, die 97. Da ist Hafer drauf. Ach so. Ja gut, ich wollte gestern erst die Ecke hier für dich haben. Wie geht's dir so und Omi denn? Also mir und Omi geht's gut. Danke der Nachfrage, Nils. Und wie geht's dir? Mir geht's sehr gut da, so schön. Nils, hast du gestern noch gestreamt? Ja, Nils hat gestreamt. Nur der hat einen neuen Kanal. Ich musste da auch erstmal wieder einen Follower machen. Ich glaube, ich bin zu weit gefahren. Jawohl.
Hier war viel Platz zwischen. Na, macht nichts. Spannend. Kaka. Nils, guten Morgen vom Pressesprecher. Wassermarsch von Enrico, das ist sehr schön. Dankeschön, Enrico. Ja, das hört sich gut an. Oh. Ja, einmal strecken, out. Ach so. Hi, Herbie von Nils. Prost, danke, Herbie. Zum Wohl. Danke, Enrico, Prost. So. Fehlende Güter. Nächste Gutsinage. Ja, das klappt. Ist nicht so schnell. Hier machen wir erstmal aus. Mit Stroh erstmal verarbeiten lassen. Du hast da alle abgeerntet, das ist schön, das ist sehr, sehr schön. Fehlt nur noch die 100 und die 99. Weil ich werde jetzt gleich anfangen, den ganzen Kram hier zusammenzulegen, hier unten rechts. Wenn ich das hier weggestellt habe und geripselt. Nicht genommen. Danke. Kaffee für alle, ihr braucht. Den nimmt er nicht mehr. Gut. Oder habe ich da einfach... Oh, Entschuldigung. Reparieren. Ja, kein Platz mehr bei Schafen für Wolle. Okay, möchtest du mal die Wolle verkaufen? Nein. Warum nicht? Weil ich jetzt gleich da unten zusammenlegen gehe. Ich kann aber auch die Wolle verkaufen, warum nicht? Nils, meiner hat aber Geschmack.
hat Gilt seinen keinen Geschmack? Warum ist jetzt... So. Jetzt haben wir wieder. Mein Kaffee. An der Wolle verkaufen? Nee, ich mach das gleich. Erst muss ich den Anhänger wieder quitt werden. Oh, der ist hinterabs mitgelenkt. Hör, wie gesagt, auch Anja Wolle verkaufen. Anja! Von Marie. Mann! Kann leider nicht an zwei Stellen gleichzeitig sein. Muss ich denn das hintere Gerät ausgewählt haben? Nein. Eigentlich müsste der von alleine aufladen. Nur beim Verkaufen. Da sind Spanngurte drauf. Macht er das auch von alleine? Der macht alles von alleine. Schauen wir mal, wo die Wolle ist. Da ist Wolle. Thorsten, du musst das machen, aber ich vergaß CE-Fehler. Schönen guten Morgen von Speed. Speed dir auch einen wunderschönen guten Morgen gewünscht. Speed. Warum wünschst du die jetzt nicht? Grüß dich. So, hier haben wir schon mal. Wo ist der zweite? Da fährst du nach links.
Bei Thorsten von Norwegen, Thorsten Edge. Und Pressesprecher. Kirby Guy und Umi Guy mit Zunge rausstrecken, mit Herz, mit allem drum und dran. Du schmeißt jetzt mit allem rum, was du hast. Den haben wir auch. Olle. Du Spinnerei. Ja, wenn die Spinnerei voll ist. Werde ich halt wohl merken, ne? Wo habe ich denn die Taste gelassen? Die hier haben wir. Ah. Das war die falsche Taste. Ja, ich stehe schon wieder auf 3. Oh Gott. Geschwindigkeit 3. Nicht besonders viel. Nein, das ist schlecht. Echtzeit. Super tolles Team, Obi. Dankeschön. So die Zeit. Ich habe KMH gedacht. Ich muss mich wieder ausloggen aus dem Spiel. Sonst habe ich gleich wieder eine Taste, wenn ich die Zeit hochdrehe. Speichern. Ich habe noch nicht die Doppelbelebung raus. Die. Und du brauchst mal lange, was ist los mit dir? Schön cool. Du habe ich denn meinen Trick? Da ist er. Richtig gehabt. Das ist die falsche. Ich die Karte nicht mehr größer. Die Mini-Karte. Ja. Ja, nein. Jetzt muss ich wieder. Ich brauche den Verkaufspunkt nochmal. Dankeschön. Wolle. Da unten links ist das. Oh, da kommen wir auch so hin.
Unten links. Unten links. Ach so, ja. Ich will aber jetzt Ich denke nicht über schon die gar nicht Felder mehr fahren. drüber nach, wo was steht. Weil ich mittlerweile fast alles kenne. Ich bei weitem nicht, ist doch gut so. Um die Kurve, um die Kante. Um die Kurve, um die Kante. Aha. Was ist mit der Ecke? Nee, da waren keine Ecken. Nee? Oh. Die Ecken sind Die arme ausverkauft. Ecke. Die arme Ecke. Die Ecken sind ausverkauft. Andi, hast du heute schon mit dem Essen gespielt von Snickers? Nein. Mit Essen spielt man nicht. Mal gucken, wie es mit Kamera im August ist, wie das klappt oder nicht. Das wirst du dann rausfinden. Ist ja noch kein nächster Tag in Game. Hast du die mal kontrolliert, die Pferde? Ich hab ein anderes Safe Game benutzt. Ja, wenn es nur 15 Minuten her ist, dann. Hast du mal die Pferde kontrolliert? Ich habe ein anderes Safe Game benutzt. Jaha. Aha, gut. Und warum reitest du dann immer das Grillfleisch? Vom Zwerg? Bäh, stell dich hinten an. Ich hatte gesagt, da kommen wir auch so hin, ne? Ich bin die falsche Straße lang gefahren. Ich hätte abbiegen müssen. Ja klar, dann komme ich da nie hin. Gibt es hier irgendwo zu drehen, zu wenden? Hier kann ich drehen. Das ist eine Wiese. Hoffe ich. Du hast gerade gesagt eben, dass man nicht mit dem Essen spielt. Hier ist Snickers für dich. Nils, du sollst auch nicht mit dem Essen spielen. Keks, damit es nicht zäh wird. Ja, und ja, mit den Pferden, ob du dir da so einen Gefallen mitgetan hast. Macht doch Spaß mit den Pferden. Ja, beim Spielen ja. In der Kombination mit den Zuschauern und dich ärgern lassen, ist das, glaube ich, was anderes. Da kommt der Profikoch. Profikoch? Ja, Nils, der hat Tintenfisch rausgehauen. Also. Ja, vom Presseschwächer. Oder er meint den Pressesprecher wegen, damit das Fleisch nicht zäh wird. Ach, wenn die Herrschaften nichts dazu schreiben, was sie genau meinen. Keks, richtig, ja. Sonst muss man dann weich kloppen. So, hier muss das irgendwo sein. Habe ich mich erschreckt.
Volvo Linus 14 hat einen Follower da gelassen. Herzlich willkommen im Altenheim, Abteilung Rollator-Audis. Dir auch einen wunderschönen guten Morgen und danke für den Follower. Komm im Altenheim. Dann sagtest du, verkaufen macht er von alleine. Der musste auf Überladen drücken. Ja, am Anfang haben die von alleine verkauft, mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile muss man auf Überladen drücken. Bin ich denn hier am richtigen Ort? Nein, natürlich nicht. Dann kann ich lange warten. Ja, irgendwie bist du komplett verkehrt. Nein, ich bin nicht komplett verkehrt. Ich bin nur noch nicht weit genug nach unten gefahren. Ja. So kann man es auch nehmen. Ich bin dann noch nicht 100 Mal hingefahren, so wie du. Och, und ja, der Discord-Link und der YouTube-Channel. Dankeschön, Herbie. Ich weiß nicht, ob es schon 100 Mal war. Ich fahre das erste Mal jetzt dahin. Jetzt ist die Frage, wo muss ich denn rein? Lass mich doch mal eine andere Ansicht haben hier. Hier auf jeden Fall nicht. Oder komme ich doch da hinten rum? Ich glaube eher, dass ich da rein muss. Haben wir noch überladen. Voll. Ja, Bühnerei ist voll. Nein. Merken, nicht mehr zu Spinnerei fahren. Ja, die ist so schnell voll. Schau mal dahin. Wir wollen jetzt den Maple Export. Die müsste doch blinken auf der Map. Aber der blinkt nicht auf der Map, ne? Guppi, nicht eine Spinnerei. 118? Was? Thorsten, 118? Ist wird kaputt bei dir? Er meint bei der 118. Ach so.
Freifeld 118 musst du hin. Ja, dann schreib das doch auch. Achso, hast du geschrieben, dann ist in Ordnung. Kennt ihr das noch? Kennt ihr das noch? Kennt ihr das noch? Was? Das hier. Hä? Was meinst du denn jetzt? Ja, du kannst, du hast meinen Stream nicht offen, ne? Du meinst die Innenperspektive? Nein. Ich habe ganz rausgescrollt. Ach so. Ja. Daddy, Daddy, Daddy. Immer diese Pausen. Nee, nee, nee. Pausen sind wichtig, Hobby. Ganz, ganz wichtig. Gewerkschaftlich vorgeschriebene Pausen. Ja, meine Gewerkschaft hat gerade gesagt, jetzt ist Pause. Da könnte froh sein, dass ich noch keine Pause gemacht habe. Welche? Meine. Alles meine. Immer meine. Egal, was ich mache. Meine. Meine. Alles. Meins. Und? Alles meins. Alles. Hallo Stimme, wo wolltest du denn hin? Alles meins, mein Schatz. Irgendwie muss ich jetzt an die Möwe denken bei Findet Nemo. Meins? Meins? Ruffy bekommt auch Skins hier Amazonas Biom. Muss mein Landscape-Material wechseln. Das alte hatte nur rumgesponnen. Neue Cliff-Texturen und neue Gras gibt's auch. Das sieht doch schön aus. Jens, das sieht doch schön aus. Mein Schatz, das hast du mir genommen, Mobi. Ha, Kekse ist das im Leben, ne? Meins, sagt er, Herbi, meins. Wie kann das nehmen, was er einem gegeben hat? Habt ihr länger gehabt, als ihr es haben solltet? Mein Diamantenschatz. Ja, weg. Schau mir gerade Mittagessen an. Ah, bestellen heute. Frechheit. Was Leckeres kochen. Ach so. Ups. Aber heute ist doch Mittwoch. Mittwoch hast du doch des Öfteren Bestellungen. Ja und? Nee. Hä? Was ja und nee? Hä? Yes. Donnerstags. Ach, Donnerstags. Ich glaube, der Piepserette kann ich das nicht mehr beibringen, dass die anfängt zu zwitschern. Nein, glaube ich auch nicht. Hier ist der grüne Balken nicht, da muss er hinten sein. Hier ist der grüne Balken auch nicht. Dann bin ich falsch gefahren. Wo wolltest du denn hin? Och, Anja.
Maple Exports. Ah, dahinter, also ein Feld weiter. Da bin ich falsch gefahren. Gut. Einmal drieseln. Hier Keksen, Diamanten vom Thorsten. Oh, danke, Thorsten. Vom Keks. Jo, einmal wieder zurück. Dann rät rum. Uah, da muss ich noch einmal Schlenker machen. Einmal hinten rum, rum. Ich sehe einen grünen Balken. Was eine Raserei hier über der Strecke. Nächstes Mal kann ich direkt hier hinfahren. Lasse ich die Spinnerei direkt aus. Was soll ich da hingucken für die paar Tropfen? Bisschen einfach. Da fährt ihr Anja. Hallo, Opi. Hallo Anja. Hier wird eine Einfahrt. Hier wird anscheinend auch eine Einfahrt. Da hinten ist ein Balken. Komm ich da hinten rum? Ich glaube nicht, oder? Aber hier ist kein Verkaufsträger. Was ist denn das für eine Seuche? Der zeigt mir einen Ort an, wo überhaupt kein Träger ist. Ja, das ist Maple Exports. Der Trigger ist hier vorne. Der hat mich da auch ein paar Mal Guten Morgen getrickst. zusammen von Basti. Basti, dir auch einen wunderschönen guten Morgen gewünscht. Ich hoffe, dir und deiner Frau geht's gut. Oder deiner Familie, Basti, besser gesagt. grüß dich. Okay, kommt. Schön. Basti, Basti, moin vom Pressesprecher. Da passt nicht. Aua. Aua? Aua. Aua ist nicht gut. Aua ist nie gut. Komm ich da raus? Ja, ne? Gäh! Basti von Snickers. Alles gut und bei euch? Bei uns ist auch soweit wieder alles in Ordnung. Danke der Nachfrage. Aber schön zu hören, dass bei euch auch alles gut ist. Hi. Und Pressesprecher. Ein Ork dabei. Daddy, Daddy, Daddy. Laftet Basti von mit Hi von Thorsten. Daddy, Daddy, Daddy.
Ganz viele Herzchen, Dankeschön. Oder an wen die auch immer sein mögen. Für dich? Keine Ahnung. Im Zweifelsfall immer für den Opi. Aber Herzchen. Besser als Gemüsekisten. Ja. Die muss mir ja dann schleppen. An euch, weil ihr so lieb immer so zu mir seid. Wir sind immer lieb. Zu jedem. Ja, außer wir sind immer lieb, nett und freundlich. Auch wenn wir Hochintelligente hier haben und die rausschmeißen, dann schmeißen wir die lieb raus. Aber lieb. Stellen wir das Schnuckelchen wieder weg. Schnuckelchen? Klappt's mit dem Rückwärtsfahren mit Lenkrad? Ja. Das ist schön. Nichts vergessen. Das sind wir immer, Basti. Mit Zungenrohrstrecken vom Herbie und Ork. Das. Dann kann ich jetzt eigentlich meinen Trecker wegstellen und mir den die komische Gigantenfräse holen. Gigantenfräse? Da ist alles voll, da ist alles voll. Da ist noch Platz. Ich habe keine Anzeige. Eine Anzeige von was? Keine Anzeige von der Bedienung. So. Das ist nicht gut. Steht er vielleicht wieder auf der falschen? Oh, nicht. Jetzt sind die Wolken weg bei uns. Nee, bei uns ist noch. Ich habe noch nicht rausgeguckt. Aha.
Warum fahre ich denn hier in die Richtung? Ich musste in die andere. Jetzt sieht relativ blöd aus, ne? Ja, ich möchte nicht unbedingt durchs Gitter gucken. Fährt er nicht schneller oder? Ne, der fährt nicht schneller. Der fährt nicht schneller. Nee. Dead. Auf jeden Fall gehe ich mir beim nächsten Wassermarsch Kaffee holen. Nee, von Snickers? Guten Morgen. Was ist denn hier los? So. Guten Morgen, Babdi von Rami. Ahoi, Thorsten. Thorsten soll das wohl heißen. Also, ahoi, Thorsten, moin. Snickers. Snookers. Moin, Ines vom Pressesprecher. Snickers, blödes T9. Wassermarsch, Dankeschön, Thorsten, Dankeschön. Rami, bis gleich, Opi. Jawohl, bis gleich, Rami. Rose, vom Pressesprecher, danke, Kaffee hinterher und Opi Kaffee holen. Ja! Oh, Hektiker! Ja! Beinahe zu viel reingekippt. Oi, 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 oi. Prost! Zum Wohl! Merken, Emoji rausschmeißen. Ne? So, ich gehe Kaffee holen. Bis gleich. Gleich.
verabschiede mich. Muss jetzt weg. Tschüss an alle. Von Thorsten. Okay, tschüss Thorsten. Schönen Tag noch. Von der Ines. Tschüss Thorsten. Und lass dich nicht ärgern. Vom Snickers. Tschüss Thorsten. Und einen schönen Tag noch. Thorsten sagt Hi, Honey mit Blumenstrauß. Bye bye, sagt Thorsten. Achso, Herbie Bot, bäh. Vom Thorsten. So, jetzt wird wieder gewechselt, dass man auch wieder Silageballis kriegen. Geh, flieg weg, du Vogel, du. Irgendwie vermisse ich meine V-Con doch. Naja. Wieder da. Bibi. So, Thorsten, dann wünsche ich dir auch einen schönen Tag. Lass es dir gut gehen. Tata. Dankeschön. Erstmal noch einen Bitteschön. neuen Kaffee angesetzt. Hui. So, weiterfahren. Nein, erst eine Bast. Dann fahren wir weiter. So, mal gucken, wie dieses Monster funktioniert. Recht einfach. Bilder zusammenlegen. Einfach runterlassen und fahren, ne? So ähnlich, ja. Grasballen haben wir jetzt erstmal genug. Hoffe ich mal. Jetzt mache ich weiter Silageballis. Hast du die oberen zwei Felder auch gemäht, die dann noch erntereif sind? Die oberen zwei Felder. Die Nee, 99, die 98. 99 und die 100. Die waren gestern noch nicht fertig, also reif. 99, 100. Und da sind ja auch die Pferde und die Schafe drauf. Ja, ach so, dann verbinde ich die also nicht. Dann nur die ab 102 und 101. Aber die kann ich ja auch verbinden, dann haben wir eine große Wiese. Ach, ich fräse den Rand da einfach weg, das ist egal, dann haben wir halt ein bisschen Verlust von der Ernte. Ich glaube, 22 Sachen für so ein Kettenfahrzeug ist auch schnell genug. Ja. Der Ding hat tatsächlich Ketten.
wenn man das Gas wegnimmt, bleibt es direkt stehen. Ja. Nicht so wie bei dem Traktor. Gas weg, rollt noch weiter. Weil hierbei kann man richtig sehen, wenn man komplett einlenkt und dann Gas gibt, dass er sich auf die Stelle dreht. Die eine Kette dreht schnell, die andere langsam. Ja. Also es geht mit Ketten, bin ich nur drauf gekommen, weil bei Goldhunter die Kettenfahrzeuge keine Ketten haben, sondern Räder. Die Ketten sind fake und die Räder sind unsichtbar. So. Oh, wo sind wir hängen geblieben? Da lag irgendwas. Daddy, da hatte das Ding unten oder oben? Wie kann man den? Den kann man nur anschalten, mehr nicht. Dieses Fräsen, den kann man auch noch hoch und runter machen. Aha, die Anzeige habe ich nicht. Aber das können wir mal eben. Da liegt schon wieder irgendwas. Ach, da steckt ein Baumstumpf im Boden. Anja, hä? Was? Wie, hä? Von Nils. Ach so. Guten Morgen zusammen von Stinktier. Stinktier dir auch einen wunderschönen guten Morgen gewünscht. Stinktier, grüß dich. Jetzt habt ihr auch mal ein bisschen Nadelpeeling abgekriegt. Ey, Baum. Durchgefahren? Naja. War ein Sprung eben. In der Innenansicht sieht man nicht gerade viel.
So, ihr Lieben, ich bin im... Ich bin im Nähmaschinen-Lurk. Aha. Aber weiterhin zu, muss Romeo und Julia reparieren. Schon wieder? Was machen die denn damit? Nicht auf die Kostüme achten, vielleicht? So, die sind alle weg. Die machen alles kaputt, jetzt das Bettlaken. Ja. Hier hinten brauche ich nichts. Die Hecke da rausfräsen. Bettlaken. Das ist... das war falsch. Was würden die nur ohne die Enis anfangen? Silber nähen. Ein Gemetzel, die arme Map. Die Bäume da können eigentlich stehen bleiben, die stören mich. Glaube ich zumindest. Nö. Zu brauchen ein bisschen, um die Sachen zu löschen.
Den will ich aber auch da raus haben. Und dann fällt man das ja nervig. Uch, du Ballen. Nee, da liegt noch irgendwas. Hi, Rami, Line von Nils. Jawohl. Du Ballen, geh doch weg. Hallo, die Damen und Herren von Mike. Mike dir auch einen wunderschönen guten Morgen gewünscht. Mike, grüß dich. Aha, geht doch. Du sollst den Ball nicht besteigen, du Traktor. Vielleicht hat der komische Anwandlung. Wer weiß das schon?
War das mein oder dein Wagen? Meine. Da hinten ist gut. Eigentlich haben wir alles, ne? Da kommt dann noch mehr zu. Die unteren Felder haben wir alle. Die haben wir. Doch, wir müssen weiter hoch. Wir müssen noch viel weiter hoch. Wir sind erstmal bei 104. Der Modder hat sich die ganze Mühe gemacht, die Sträucher hier anzupflanzen, hinzusetzen. Und wir rasieren die einfach alle wieder ab. Der gibt auf jeden Fall ein Riesenfeld. Wie macht die Büsche weg? Ja, soll ja zusammengelegt werden. Michi. Warum weinst du denn? Greift sich an den Kopf. Ja. Gehabt. Ups, die Hecke ist weg. So muss das, wenn man braucht und Platz haben will. Ups, die Hecke ist weg. Ja, sehe ich auch. Wie? Ja, es passiert. Fast. Kann es den Boden zugleich Randale? Nein, wir machen keine Randale. Einfach nur ein bisschen aufräumen.
Auf einer anderen Art und Weise. Ja. Aufräumen, wie Hulk. Was ist eigentlich mit dem Tobi? Weiß ich nicht. Er hat sich bestimmt gedacht, weißt du was, ich gehe nach Bett, heute ist Mittwoch, die spielen was anderes. Mhm. Könnte sein. Oh, schöne weite Sicht. So spielt Rambo Bäume weg, super. Hat Mut, hat Mut. Kann er nichts für. Ich spiele Rambo. Wo gibt's denn? Wo gibt's denn was? Das Ding brauche ich auch. Wo gibt's den? Mod Hub. Ja. T-Rex. Und Forstmaschinen. Wenn ich mich nicht irre. Ich glaube wohl, ja. Super, vielen Dank. Ja, bitte, bitte. Der bleibt. Kann unser Tiefenlockerer eigentlich Felder anlegen? Ja. Das hat der EO doch schon gemacht. Mhm. Felder erstellen zulassen. Da hinten haben wir alles. Was willst du aus der großen Fläche machen? Gras. Ha? Kaufen wir uns ein Big M. Big M, was ist das? Ein ein Rasenmäher. Ein großer. Ein Selbstfahrer.
Ab und zu Der wollen fährt wir nicht. von alleine oder muss man drin sitzen? Man muss drin sitzen, ja. Oh, da ist eine Steinhecke. Da komme ich gar nicht an. Ja. Das ist die Umfriedung von dem Pferdestall. Dann kann ich den ja eigentlich lassen. Ja. Dann kommen die zwei Felder da oben nicht dazu. Musst du hier noch bei dem Pferdestall Bäume weg haben oder so? Oder da hinten? Nö, erstmal nicht. Du piepst. Ja. Jetzt nicht mehr. Ja, also geht doch. Nehme ich den da auch noch weg? Der in der Ecke steht. Da müsste ich eigentlich durch sein. Kann ich wieder nach Hause fahren? Essen ist drin. Aha, das Essen ist drin. Schön. Bin ja eh am Spielen, wird gleich besorgt. Mach das, Michi, mach das. Ich hoffe, es hat gemundet. Grad jetzt. Bei uns geht's noch. Bei uns ist noch bewölkt. Aber Käffchen trinken kann ich. Um mir eine basteln. Tomaten, ja. Toll, will das Blättchen aus der Packung ziehen, schmeißt die Packung wieder weg und hab noch immer kein Blättchen in der Hand. Ach, OP. Ja, ich fühle wieder nichts. Ich muss wieder hingucken, was ich mache. Der Ding, der Ding, der Ding. Hier haben wir die erste Rolle. Auf dem neuen Stall? Ja.
Dann holen wir uns gleich den Tiefenlockerer und dann fangen wir da hinten an, neue Felder zu erstellen. Mit dem Ding sollte ich vielleicht nicht über das Feld fahren. Nein, ich glaube, das wäre nicht so gut. Wenn die Altkirche kommt, wird die wieder gespielt? Weiß ich nicht. Es war eine schöne Map, aber ob die jemals kommt, das ist eine andere Frage. Da würde ich dann auch meine Mitspieler fragen, ob sie darauf Bock haben oder eine ganz andere Map. Wenn die Altkirche war, sehr, sehr viel mit Handarbeit. Allein schon die Metzgerei, also oben drin mit dem Stapler fahren und der ganze Rummel. Wo hat denn der jetzt gestanden? Ich, Depp, hab vergessen, wo der gestanden hat. Ah, ich hab nicht aufgepasst. Der hat hier gestanden. Ah, ich weiß, dass die nicht aufgesammelt werden. Weil die Altkirche haben wir ja sehr lange gespielt. Ja, aber nicht so lange wie die Ortbilder. Das stimmt. Wo ist mein Träger? Okay. Wo bist du nun? Holen wir uns den Kratzikratz. Der müsste hier stehen. Ja, da ist er auch. Könntest du noch ein bisschen weitermachen? Danke. Schauen, ob die anderen Schafe versorgt sind mit Gras. Fressen dann Viecher. Was sind denn da drauf? Hm? Was sind da drauf, dass die verfressen werden? Och, einfach nur so. Die fressen wie die Irrende, die Dinger. Schon wieder leer. Die fressen einem die Haare vom Kopf. Ja. Bleib stehen, du. Boah, hier stehen auch schon wieder die Wolle-Teile. Bisschen aufräumen. Der Ding. Mehr selbst. So, wollen wir mal
gucken, wie weit die Silageballen sind. Kann man die verkaufen? Nee, die noch nicht. Aber die hellblauen. So, und wie kriege ich jetzt Flügen zugelassen? Felder erstellen zulassen mit Z. Nein, das wollte ich jetzt mit. Und Wassermarsch. Dankeschön, Herbie. Und den Discord-Link. Dankeschön, Rami. Prost. Mist, das R vergessen. Snickers, also sowas. Nee, nee, nee. Vom Pressesprecher. Snickers, wie kannst du nur ein R vergessen? Kann man nur. Prost zusammen. Ach ja. Zum Wohl. Dankeschön. Bin gerade bei Elm Gerne. Creek, meinen Hof zu bauen. Oh. Viel Spaß. Big was auf der Elm Creek. Ich schäme mich in Grund und Boden. Ja, wenn du Pflug mitnimmst, ne, kannst du noch ein bisschen umgraben. Und Kaffee, richtig. Ja, das ist ja wohl hinter sich. Ist mir in der Hand weggequalmt. Danke für nichts. Die Anja kennt auch jeden Schleichweg. Ja, mittlerweile. Silageballen verkaufen. Snickers ist alles gut. Ups, ich auch. Snickers. Das ist ja auch schwer mit den mit den R's, ne? Ja, ganz schwer, ganz schlimm. So. Und abessen.
Damit ist das Bähnchen hier schon mal getilgt. Wir haben ja jetzt erstmal für eine Weile. Ja, eigentlich ist der IO dafür zuständig gewesen. Aber die haben mich schon so lange nicht mehr gemeldet. Ja, die haben wahrscheinlich auch privat ordentlich viel Arbeit. Ja. An dem orangenen Zeug ist, dass man die so gut sieht. Tannenpeeling. Was für ein Ding? Achso, Tannenpeeling. So, jetzt haben wir noch 8 Minuten, dann haben wir einen schönen 2,5 Stunden Stream gemacht. Heute Abend machen wir weiter. Ja. Am Freitag sollte ja ein neues DLC kommen. Nein, nein, ein Bugfix oder wie man es auch immer nennen mag von Goldhunter. Super, Stream mir 2, danke Snickers. Dankeschön. Ich glaube, ich gehe hin und pflüge ganz zum Schluss das ganze Feld, weil ja sowieso alles neu angesät werden muss. Dann gibt es hier eine Menge Steine zu sammeln. Das auch. Alles neu düngen, alles neu ansehen, eine riesen Wiesenfläche. Dann haben wir die in einem Rutsch richtig schön sauber.
Würde aber gerne von da vorne. Ich da so ungefähr hin, ja, ne? Abgemessen. Und schon mal danke fürs Mitmachen, Anja. Dankeschön. Bitteschön. Das hat geraucht. Ja. Und ist das Stück hier auch weg? Die Bodenproben müssen wir dann auch noch ziehen.
Nee. Oh, wir sind durch. Einmal tanken, bitte. Jetzt soll ich ihn einmal abhängen. Damit ist nämlich gewährleistet, dass der Flug abgestellt ist, dieses Erstellen der Felder, falls da einer einsteigt und damit spazieren fahren will, ne, dann rasiert er uns plötzlich die halbe Map um. Muss nicht sein. So, meine lieben Zuschauer, wo schicke ich euch denn vielleicht hin? Schauen wir mal. Falls es jemanden zum Schicken gibt. Ich kann euch ja mal zum Rolling Grund schicken. Zum Rundhof habe ich euch noch nie geschickt. Ja, zum Rund schicke ich euch. So, meine lieben Zuschauer, danke fürs Zuschauen, danke fürs fleißige Mitmachen, fürs Schreiben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Mittag, später einen guten Appetit. Danke an die ganzen neuen Follower, an die ganzen Zap- und Zip-Gift-Zap-Spender und an die ganzen Bitspender. Dankeschön. Ich wünsche euch einen schönen Mittag. Ich schicke euch dann zum Ron rüber. Ich hoffe, da gehen einige mit, sonst wird es ziemlich traurig. So. Und damit bin ich dann raus und tschüss. Tschüss zusammen, schönen Mittag noch.